Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 30. Juni 2018? Ich möchte etwas ganz offen ansprechen. So viel habe ich schon vermittelt, dass ich in Zukunft Richtung indischen Astrologie orientiere. Auch der Unterschied zwischen unserer westlichen Astrologie und zwischen indischen Astrologie. Es gibt viele Unterschiede, aber das Wichtigste ist, was ich jetzt ansprechen möchte, das ist die Berechnung. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes, als wir hier im westlichen Welt das kennen, in westlichen Astrologie, weil sie berücksichtigen die Präzession. Und es ist nichts anderes, dass das Sonnensystem bewegt sich auch durch einen platonischen Jahr, was etwa 26.000 Jahre dauert. Ein platonischer Monat ist etwa 2000 Jahre. Es ist eine Gegenbewegung, das heißt, die Tierkreiszeichen folgt Tierkreiszeichen. Widder, dann Tierkreiszeichen. Fischen, dann Tierkreiszeichen. Wassermann, dann Tierkreiszeichen. Steinbock, dann Schütze, dann Skorpion und so weiter und so fort. Das ist eine Gegenbewegung, so entsteht eine spiralförmige Bewegung im Kosmos. Und dadurch, dass das Sonnensystem auch diese Bewegung macht, verschiebt sich der Frühlingspunkt. Zurzeit befinden wir uns im Wassermann-Zeitalter. Das hat etwa Jahr 2000 begonnen. Und durch diese Verschiebung verschieben sich die Sterne. Und das ist der Unterschied, dass diese Verschiebung berücksichtigen die indischen Astrologen. Und die Berechnung ist präziser als das, was wir in westlichen Astrologie kennen. Oft rutscht es in anderen Tierkreiszeichen. Dann, ich möchte niemand verunsichern. Oft ist das im Grenzbereich und im Grenzbereich wirkt beide Tierkreiszeichen. Und vor mir sind beiden Horoskopen, auch unserem westlichen Horoskop, was wir von westlichen Astrologie kennen. Und ich habe auch die indischen Horoskop vor mir. Ich kann das beide vergleichen und die beiden Horoskopen sind nicht identisch. Aber bei den Tageshoroskopen versuche ich von beide etwas vermitteln und dann orientieren wir neu. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit suchen, etwas präsentieren, aber auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden. In indischen Astrologie wird diese Sonnenbewegung bzw. die scheinbare Bewegung der Sonne noch zum Tierkreiszeichen Zwilling zugeordnet. Zurück zu Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Es werden Einflüsse kommen von außen und das verunsichert gerade die Krebsgeborenen. Das kann eine männliche Person sein. Und dadurch entsteht eine gewisse Unklarheiten oder Unsicherheiten, ein Einfluss von einer männlichen Person. Kann auch bedeuten für die Krebsgeborenen, dass sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie ihren Kraft einsetzen und sie fühlen sich gerade kraftlos, müde, erschöpft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist gerade ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Heute kommen unerwartete Ereignisse oder eine Nachricht und das verunsichert die Löwengeborenen oder entsteht eine gewisse Spannung. Die Löwengeborenen brauchen die Ausgleich, aufatmen, nicht lange damit beschäftigen, das spielerisch betrachten, mit Humor nehmen und so kommen sie zum inneren Gleichgewicht.
und in den Tagen verbessert sich das alles oder kommt eine gute Nachricht oder klärt sich etwas auf. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen. Bei Jungfrau-Geborenen klärt sich etwas auf. Etwas bewegt sich in die Familie, kommt ein Besuch oder die Jungfrau-Geborenen besuchen jemand. Aber wichtig ist auch das eigene Zuhause, da kommen auch Veränderungen. Und die Jungfrau-Geborenen führen in den nächsten Tagen einen klärenden Gespräch oder klärt sich etwas auf. Die Tierkreiszeichen Waagen-Geborenen verspüren die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und die Waagen-Geborenen haben auch die Mut und die Kraft, das umsetzen, aber sie wissen nicht, in welche Richtung. Die Waagen-Geborenen sind etwas orientierungslos zurzeit. Eine gute Nachricht nähert sich, dadurch klärt sich etwas auf und die Waagen-Geborenen bekommen wieder die Orientierung. In der Liebe-Partnerschaft haben die Waagen-Geborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpion-Geborenen haben Einflüsse von außen und das ist traumhaft schön, weil die Skorpion-Geborenen haben gerade Glück. In der Liebe-Partnerschaft fühlen sich die Skorpion-Geborenen noch unsicher. Aber wichtig ist, auf ihren Intuition hören, alles geschehen lassen, alles fließen lassen, weil daran liegt die Glück. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit, das ist auch möglich bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen fühlen sich im Arbeitsplatz beengt. Sie möchten eine Verbesserung, aber sie wissen nicht wie. Sollen sie kündigen oder verbessert sich etwas oder welche Richtung sollen sie sich bewegen? Das sind die Unsicherheiten gerade bei den Schützengeborenen. Ein bisschen Geduld noch, weil es öffnet sich neue Türen, neue Möglichkeiten und eine gute Nachricht ist schon unterwegs. Und in die Liebe-Partnerschaft haben die Schützengeborenen gerade Glück. Bei Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtig, etwas beenden, etwas loslassen. Etwas bedrückt die Steinbock-Geborenen und sie sollen endlich aufatmen, das Leben etwas leicht oder den Alltag etwas leichter nehmen und davon verabschieden, was sie gerade bedrückt. Wichtig ist auch noch, die klärenden Gespräche nicht nur warten, sondern auf anderen zuzugehen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen. Und hier muss ich wieder den Unterschied beschreiben. Was ist der Unterschied zwischen unserer westlichen Astrologie und indischen Astrologie? Vollmond ist vorbei. Das heißt, die abnehmende Mondphase hat schon begonnen. Genau so sehen wir im Westen und so sehen das auch im indischen Bereich. Aber das Tierkreiszeichen ist unterschiedlich. In westlicher Astrologie heißt, Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Steinbock und übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann. In indischen Astrologie wird aber anderes berechnet und die indischen Astrologen sagen, die Mondbewegung ist immer noch in Tierkreiszeichen Steinbock. Aber jetzt zurück zum Tierkreiszeichen Wassermann-Geboren. Die Wassermann-Geborenen haben Einflüsse von außen und das verunsichert die Wassermann-Geboren. Es fehlt die Klarheit, es fehlt die Orientierung und die Wassermann-Geborenen wissen nicht, in welche Richtung sollen sie ihre Kraft einsetzen. Es kann auch bedeuten, dass ein männlicher Person verunsichert etwas oder die Wassermann-Damen wissen nicht, was dieser Mann denkt und fühlt. Natürlich ist das auch möglich. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück, aber wichtig ist, dass sie intuitiv handeln und auf ihren Intuition, auf ihren Gefühlen vertrauen. Und dann kommt das alles im Fluss. Und ein beruflicher Aufstieg ist möglich bei den Fischengeborenen.
Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Heilprozess. Das ist die Heilenergie da, aber auch die Lebenskraft, und das spüren auch gerade die Wiedergeborenen, weil sie haben gerade Mut und Kraft, etwas in Bewegung setzen. Eine gute Nachricht nähert sich, in die Liebepartnerschaft haben sie auch Glück und es ist ein beruflicher Aufstieg gerade. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen bringt etwas aus die Ruhe. Es kommen Einflüsse von außen. Es kommt plötzlich unerwartet und es sind Spannungen da. Und für die Stiergeborenen ist wichtig, nicht aufhalten, nicht so ernst nehmen, sondern in Leichtigkeit bleiben, und die kommenden Tage verbessert sich eh alles. Also wirklich nicht zu ernst nehmen, sondern diese Situation mit Humor betrachten, so können sie davon befreien. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sind eher zurückhaltend und sie brauchen das auch, weil sie brauchen gerade die Ruhe, und in Ruhe liegt die Kraft. Und in den kommenden Tagen kommt einiges in Bewegung, eine gute Nachricht ist unterwegs, und in die Liebepartnerschaft haben die Zwillingsgeborenen auch Glück. Jetzt zurück zur indischen Astrologie und zur Mondbewegung. Die heutige Mondbewegung vermittelt uns etwas, und das ist unserem höheren Bewusstsein. Jetzt nicht mit materiellen Dingen beschäftigen, uns auch nicht aufregen oder wütend zu sein, sondern in Leichtigkeit bleiben und mehr auf dem geistigen, mehr auf dem spirituellen Richtung orientieren, weil das, was die Mondbewegung heute uns vermittelt. Und das war mein Tageshoroskop. Und noch die Blitzberatungen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Sie bekommen blitzschnell die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.